Abschied vom Showchristentum, Warnung vor der kirchlichen Heuchelei. Heuchelei ist eine der tiefsten Gefahren, die das Herz eines Gläubigen beflecken kann. Sie ist das genaue Gegenteil dessen, was Jesus von seinen Nachfolgern verlangt. Der Heuchler lebt in einem ständigen Widerspruch, nach außen hin fromm und gottesfürchtig, während im Inneren Unehrlichkeit, Stolz und Selbstbetrug herrschen. In den folgenden 10 Punkten wollen wir klar aufzeigen, warum Heuchelei das Schlimmste ist, was ein Christ tun kann und warum sie kompromisslos aus dem Leben jedes Gläubigen entfernt werden muss. Jesus verurteilt Heuchelei am schärfsten. Im Evangelium nach Matthäus 23 richtet Jesus seine schärfsten Worte an die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Heuchler. Sie pflegen nach außen ein frommes Leben, doch in ihrem Herzen waren sie voller Falschheit. Jesus sagt: Weh euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr seid wie getünchte Gräber, die äußerlich schön erscheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und allerlei Unreinheit sind. Heuchelei ist vor Gott abscheulich, weil sie die wahre Natur des Menschen verbirgt. Sie gibt vor, Heiligkeit zu besitzen, während im Inneren die Sünde herrscht. Heuchelei trennt uns von der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Heuchelei lebt von Lügen. Der Heuchler stellt sich vor anderen so dar, wie er nicht ist. Er will sich besser und reiner zeigen, als er in Wirklichkeit ist. Dies führt zu einem Doppelleben, das uns immer weiter von der Wahrheit und somit auch von Jesus entfernt. Heuchelei zerstört Glaubwürdigkeit. Ein Heuchler verliert die Glaubwürdigkeit nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Wie soll jemand das Evangelium verkündigen, wenn sein eigenes Leben im Widerspruch dazu steht? Menschen erkennen Heuchelei und wenden sich oft enttäuscht von Gott ab, weil sie den Christen nicht ernst nehmen können. Ihr Heuchler, es steht geschrieben, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Heuchelei verdirbt den Leib Christi. Der Apostel Paulus warnt die Gemeinde immer wieder vor inneren Spaltung und falschem Verhalten. Heuchelei bringt Unruhe und Spaltung in die Gemeinschaft der Gläubigen. Ihre Unehrlichkeit führt zu Misstrauen und zerstört die Einheit des Leibes Christi. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn Heuchelei in der Gemeinde geduldet wird, kann sie sich schnell ausbreiten und die geistliche Gesundheit der Gemeinschaft untergraben. Heuchelei verachtet die Gnade Gottes. Gott kennt unsere Herzen und unsere Schwächen. Er bietet uns seine Gnade an, um uns zu reinigen und zu heilen. Doch der Heuchler lehnt diese Gnade ab, indem er vorgibt, sie nicht zu brauchen. Er tut so, als sei er bereits gerecht, während er in Wirklichkeit von Sünde und Stolz beherrscht wird. Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wer sich hinter Heuchelei verbirgt, kann die rettende Gnade Gottes nicht empfangen. Dazu fällt mir natürlich noch ein, dass es viele gibt, die so scheinbar demütig sich tief stapeln und sagen: Nein, ich bin natürlich ein Sünder und so weiter und so fort. Aber dahinter verbirgt sich doch auch nichts als Stolz. Weil jeder Ungehorsam ist Stolz und Rebellion. Und jeder, der nicht heilig lebt und dann selbst so tut, als ob er ja reumütig ist und so weiter, aber schon seit 10 oder 20 oder 30 Jahren so lebt, der hat einfach ein Riesenproblem, weil letztlich heuchelt er dann auch irgendwie seinen Glauben oder einen Glauben an einen schwachen Gott zum Beispiel, der ihn nicht frei machen kann. Also das muss uns einfach klar sein, dass es nicht nur derjenige ist, der so tut, als ob, sondern auch der, der einfach nicht erkennt, dass er weiterhin stolzer Sünder ist, der ist letztlich auch Heuchler, weil er einfach nicht das befolgt, was Gott will. Und das ist Heuchelei, egal aus welcher Motivation. Ob man sich nun erhebt und sagt, man sei toll, oder ob man eben sich klein macht und sagt, dann hat man auch nichts verstanden. Also dann hat man nichts verstanden von Gott, wenn man in Sünde lebt und das dazu denn steht, aber es nicht ändert. Das ist auch nichts als Heuchelei. Heuchelei führt in den Selbstbetrug. Heuchelei ist ein gefährlicher Weg in den Selbstbetrug. Der Heuchler beginnt, seine eigene Maske zu glauben. Er verliert den Blick für seine eigene geistliche Not und sieht nicht mehr, wie weit er von Gott entfernt ist. Wer sich für etwas hält, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst. Dieser Selbstbetrug führt zu einem verhärteten Herzen, das kaum noch Buße und Erneuerung zulässt.
Heuchelei verhärtet das Herz. Mit jedem Akt der Heuchelei wird das Herz kälter und unempfänglicher für den Heiligen Geist. Während ein Mensch in Sünde und Schwäche noch die Chance auf Umkehr hat, führt Heuchelei zu einer ständigen Verdrängung der Wahrheit. Die ständige Lüge über den eigenen Zustand verhärtet das Herz immer mehr. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heuchelei verhindert wahre Gemeinschaft mit Gott. Heuchelei zerstört die intime Gemeinschaft mit Gott, weil Gott keine Lügen duldet. Ein heuchlerisches Herz ist unfähig, sich ganz Gott hinzugeben. Es ist immer darauf bedacht, die eigene Fassade aufrechtzuerhalten, anstatt in Ehrlichkeit vor Gott zu treten. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Nur ein reines, ehrliches Herz kann wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Heuchelei ist ein Vorwand, die Sünde zu verstecken. Der Heuchler benutzt seine Frömmigkeit als Tarnung, um sündige Gewohnheiten zu verstecken. Dies zeigt sich besonders deutlich bei den Pharisäern, die äußerlich gesetzestreu erscheinen, aber in Wirklichkeit Habgier und Stolz in ihren Herzen hegten. Sie versteckten ihre Sünde hinter frommen Fassaden. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welche die Heuchelei ist. Heuchelei lässt Sünde gedeihen, statt sie zu bekennen und ablegen zu wollen. Heuchelei zieht Gottes Gericht auf sich. Schließlich warnt uns die Bibel eindringlich vor dem göttlichen Gericht über Heuchler. In Matthäus 24, 51 beschreibt Jesus das Schicksal des bösen Knechts, der nur so tat, als ob er seinem Herrn dient. Er wird in Stücke gehauen und zu den Heuchlern geworfen, wo das Weine und Zähneknirschen sein wird. Seht zu, dass ihr nicht von der Heuchelei betrogen werdet, die in dieser Welt so verführerisch ist. Gottes Geduld mit Heuchlern hat ein Ende. Wer Gottes Gnade missbraucht, indem er ein doppeltes Leben führt, wird sich eines Tages dem gerechten Zorn Gottes stellen müssen. Kämpfe gegen Heuchelei in deinem Leben. Lasst uns als Gläubige diesen Kampf gegen die Heuchelei ernst nehmen. Prüfen wir uns täglich vor Gott und bitten wir, unser Herz zu reinigen und uns in der Wahrheit zu leiten. Ein ehrliches, demütiges Herz, das in Gehorsam und Vertrauen auf Gott wandelt, ist die Frucht eines lebendigen Glaubens. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wenn wir erkennen, dass wir Gottes Maßstab nicht gerecht werden, aber nicht alles dran setzen, etwas zu ändern, dann ist es auch geheuchelt. Das ist auf den Punkt gebracht, was ich meine. Wie entlarvt sich ein Heuchler? Ein Heuchler entlarvt sich oft durch die Diskrepanz zwischen dem, was er nach außen hin zeigt, und dem, was tatsächlich in seinem Herzen vorgeht. Hier sind einige Hinweise, wie Heuchelei im Leben einer Person sichtbar werden kann. Unterschiede zwischen Worte und Taten. Ein Heuchler spricht vielleicht fromm und moralisch, handelt aber anders. Jesus sagt in Matthäus 23, 30 über die Pharisäer: Sie sagen es, tun es aber nicht. Fokus auf äußeren Schein. Heuchler konzentrieren sich oft darauf, nach außen hin gottesfürchtig und moralisch zu sein, während ihr inneres Leben von Sünde und Stolz geprägt ist. Jesus vergleicht Heuchler mit getünchten Gräbern, die äußerlich schön, aber innerlich voller Unreinheit sind. Doppelleben. Heuchelei zeigt sich oft in einem Doppelleben. In der Öffentlichkeit geben sie sich als fromm, aber im Verborgenen tun sie das Gegenteil. Fehlender geistlicher Wandel. Ein Heuchler spricht viel von Glauben, Gebet und Gottesdienst, zeigt aber keinen echten geistlichen Fortschritt oder Transformation in seinem Leben. Verurteilung anderer. Heuchler neigen dazu, schnell andere zu richten und zu verurteilen, während sie selbst in den gleichen oder schlimmeren Sünden leben. Also, meine Erfahrung mit Gemeinde ist, dass wenn der Pastor dann mal sagt, ja, wie kommt ihr denn klar, so mit Sünde und so, ne, dann fassen sich alle so, schlagen sich alle an die Brust, ja, so wie der arme Mann in der Kirche, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, ja. Das haben wir verstanden, das ist ein Kopfdenken. Wir wissen, wir sollen uns nicht nach außen hin so stark darstellen, sondern lieber als Sünder, so demütig. Aber das ist erstens eine falsche Demut, weil wenn wir die Situation nicht ändern, nehmen wir Gott nicht ernst. Das ist keine Demut. Demut ist es erst, wenn wir wirklich erkennen, okay, ich fehle, bei mir stimmt was nicht und ich arbeite daran. Ich suche im Wort, ich suche Gott, ich möchte Überwinder werden und ich bewege mich auf den Weg des Überwinders. Es geht nicht darum, dass man mal fallen kann, aber es geht darum, dass ich einfach nicht in dem Zustand bleibe, 30 Jahre lang.
als Sünder und mich damit rechtfertige und dann so eine Scheindemut lebe. Das ist auch nichts anderes als Heuchelei, weil man gibt etwas vor, man spielt den demütigen Sünder und denkt, dass Gott daran gefallen hat. Nein, Gott hat an Überwindern gefallen, nicht an demütigen Sündern, die ihre Schuld immer wieder bekennen und Buße tun und so, aber letztlich da drin bleiben wollen, denn sie lieben ihre Sünde. Das ist das Problem. Heuchelei zeigt sich dann darin, dass sie da nicht raus wollen, weil sie ihre Sünde lieben. Strukturen, die vor Heuchelei bewahren. Um Heuchelei in der eigenen Person und in der Gemeinschaft zu vermeiden, sind folgende Strukturen hilfreich. Selbstprüfung und Rechenschaft. Regelmäßige Selbstprüfung vor Gott und das Zulassen von Rechenschaft durch andere Gläubige hilft, Blindheit gegenüber eigenen Sünden zu vermeiden. Offenheit und Transparenz. Ein Umfeld der Ehrlichkeit, in dem Sünden und Schwächen ohne Furcht vor Verurteilung zugegeben werden können, fördert echtes Wachstum und Bewahrung vor Heuchelei. Demut. Heuchelei entsteht oft aus Stolz. Eine demütige Haltung vor Gott und Menschen behindert das Bedürfnis, sich besser darzustellen, als man ist. Ein Fokus auf das Innere. Jesus lehrt, dass Reinheit des Herzens wichtiger ist als äußere Rituale. Indem man sich auf die Transformation des Herzens durch den Heiligen Geist konzentriert, bleibt man authentisch. Gebet und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitet uns in die Wahrheit und zeigt uns Bereiche in unserem Leben auf, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmen. Regelmäßige, tiefe Gemeinschaft mit Gott bewahrt vor Heuchelei. Hat eher eine laue Kirche oder eine heiße Kirche mit Heuchelei zu kämpfen? In der lauen Kirche ist die Gefahr der Heuchelei größer. In solchen Kirchen fehlt oft die Leidenschaft für das Evangelium und die Hingabe an Christus. Wenn die geistliche Hitze und der Eifer für das Evangelium abkühlen, entsteht ein Umfeld, in dem Heuchelei gedeihen kann, weil es nicht mehr um den wahren Herzenszustand geht, sondern um den äußeren Schein. Offenbarung 3,16 spricht über die laue Gemeinde. Weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Eine heiße Kirche, die im Feuer des Heiligen Geistes lebt, hat eine größere Wachsamkeit gegenüber Sünde und Heuchelei. Eine lebendige, wachsame Kirche ist auf echte geistliche Transformation und Heiligung bedacht und setzt Heuchelei oft unter Druck, ans Licht zu kommen. Dennoch bleibt die Gefahr bestehen, dass auch in einer leidenschaftlichen Gemeinde Heuchelei auftreten kann, wenn Stolz und Selbstgerechtigkeit Einzug halten. Heuchelei ist eine große Gefahr im Leben eines Christen. Sie entlarvt sich durch Unstimmigkeiten zwischen dem äußeren Verhalten und dem inneren Zustand. Eine lebendige, demütige und ehrliche Beziehung zu Gott in der Gemeinschaft und mit anderen Gläubigen und im beständigen Gebet hilft, diese Versuchung zu überwinden und echte Gottesfurcht zu leben.